Peace und damit herzlich willkommen zurück zu Ukulele. Muss mich wieder rasieren, aber ist jetzt egal. Genau, wir waren in der neuen Welt. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ist auch egal. Sieht ein bisschen sumpfig aus. Und ich habe auch vergessen, wo was ist. Ich habe auch vergessen. So. Auf jeden Fall, ja, die letzten zwei Tage. Tut mir leid. Gab keine Folge. Hat alles irgendwie nicht so geklappt. Musste ich das machen? Jetzt nächste Woche wird's auch, also diese Woche, am Mittwoch, wird's auch leider kein Best-of gehen. Eben. Weil ich nicht da bin, um das vorzubereiten. Ah, Nase juckt. Genau. Bin nämlich zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Zwickau. Lehrgang. Von meinem richtigen Job. So. Interessiert euch alles nicht? Ihr wollt nur das Spiel sehen? Kann ich voll verstehen. Schaffen wir das oder brauchen wir dafür eine Fähigkeit? Sag mal was. Die ganzen Stimmen wieder merken. Hallöchen, Herr oder Frau Kürbis. Wir suchen nach Pages. Haben Sie welche gesehen? Hinten. Falle ausgelöst durch platschendes Geräusch. Also halten Füße trocken, Echse. Hallo, Echse. Stück Papier hängen in Falle da hinten. Falle ausgelöst durch platschendes Geräusch. Also halten Füße trocken, Echse. Okay. Okay. Sollte er jetzt nicht... Ich hab die ganzen Knöpfe vergessen. Das löst es aus. Und wie mache ich kein platschendes Geräusch? Ganz rüberfliegen schaffe ich ja wohl nicht, oder? No. No. Okay, vielleicht kriegen wir noch eine Fähigkeit. Wer weiß, wir kriegen ja in jeder Welt irgendwie ein paar neue Fähigkeiten. Vielleicht können wir ja fliegen. Ne, Trouser? Willkommen, Freunde. Wie reizend, euch zu sehen. Okay, Wurstgesicht. Das FBI hat dich also noch nicht erwischt. Jetzt habe ich so schnell weggedrückt. Ich überlege, ob ich einen neuen Geschäftszweig starte. Ein Lieferservice mit Drohnen. Patentiert von Trouser. Neue Tricks würden direkt zur Tür des Kunden geliefert. Mitsamt eines professionellen Anleitungsvideos. Von mir selbst gefilmt. Was haltet ihr davon? Ich würde dir nicht mal zutrauen, Pizza zu liefern. Super, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Hat er uns zugehört? Nun denn, wollt ihr euch ansehen, was ich auf Lager habe? So, was hast denn? Echsenpeitsche, Sonarspringer. Mit diesem einfachen Manöver erreichst du viele Punkte. Dieser Trick ist ein wenig fies. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Wir können beide schon mal kaufen, das ist gut. Erste Wahl, bist du sicher? Ja. Der nächste, achso, als beste Verkaufsschlange des Jahres eingebracht. Wie kann man mit einem Trick eine Verkaufsauszeichnung gewinnen? Außer es ist so schlecht, dass du ihn jemand anderem angedreht hast. Sie haben meine tadellose Technik gewürdigt. Du meinst wohl eher deine alberne Erscheinung. Layli, fahre fort, Trouser. Was hast du für uns? Mit der Echsenpeitsche kann
Unser Echsenfreund bestimmte Griffpunkte festhalten, indem er sich auf sie ausrichtet und B drückt. Viereck wahrscheinlich. Nee, Kreis? So kann man über Kluften gelangen, sich an der Umgebung festhalten und mehr. Klingt gut. Wir werden zurückkommen, falls wir unsere Erinnerung auffrischen müssen. Sonarspringer. Erste Wahl. Bist du... Ja, natürlich. Das wiederholt er, aber das ist neu. Der nächste Trick ist ein wenig krass. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Mit dem Sonarsprenger kannst du einen verheerenden Überschallknall entfesseln, der alle nahen Feinde betäubt. Wow. Klingt nicht übel. Das stimmt mich einigermaßen optimistisch. Also, wie funktioniert es, Wurmi? Halte einfach LT und drücke Y. Den Sonarsprenger zu verwenden. Vielleicht solltest du auch noch ein paar Kopfschmerztabletten erwerben. Denn dieser Trick geht ganz schön auf die Birne. Gut, danke, Troll. Komm bald wieder. Jo. So, ich habe vergessen, was wir jetzt können. Okay, wir können den hier. Und können von dort aus fliegen. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass uns das hilft. Das sollte helfen. Kein Plätschern. Für das hier haben wir noch nichts, ne? Da haben wir wieder einen, der uns catchen will. Catch me if you can. Was? Muss ich dich erst angreifen? Ich hab Angst. Oh, ich hab wirklich Angst. Der ist fies. Ich krieg Angst. Oh, erschreckt mich richtig. Gruselig, das Vieh. Komm, ihr habt euch auch erschrocken. Gib's doch zu. So. Da waren wir schon. Aus hier. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Ich glaube, hier sollte ich gar nicht sein. Ich glaube, das ist nicht gut, wo ich hier bin. Ach. Hallo Leute. Wer oder was seid ihr? Sieht aus wie Teddybären mit Pilzen. So, wir gehen erstmal hier lang. Gibt schon wieder so viele Wege hier, neue Welt. Kann man wieder viel entdecken. Und wir haben sie noch nicht mal erweitert. So, da war gerade ein Einkaufswagen. Schnurks, wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli. Weggeworfen und ungeliebt. Okay, heißer Reifen. Hast du da Babys in deinem Haufen Schrott? Schluss!
Das Einzige, was sie in meinem Korb findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpfmüll ist da doch auch noch, sehe ich von hier. Was kannst du uns über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Schluchz, es ist furchtbar. Verschlungen und endlos. Und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht dem Beiji am Ende holen können. Schluchz, du bist doch immer interessiert, nehme ich an. Ja. Hört sich nicht so schlimm an wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen es mal. Schluss! Viel Glück! Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Traurig. Ups. Oh, ups. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Dass wir nicht getroffen wurden. Da lang. Oh, zurück! Aua! 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 Ich kann mich nicht fortbewegen. Los! Natürlich habe ich weiterhin Interesse. So. Jetzt läuft es ein bisschen anders, weil jetzt. Oh, knallen wir überall gegen. Jetzt wissen wir ja wenigstens, wo es lang geht. Nicht da, weil hier kommt es zurück. Dann geht's da lang. Und da lang. Und da ist mein Pagey. Unser Pagey. Schöne Ding. Warum nicht beim ersten Mal so? Wer weiß, wer weiß. So, meine Lieben. Das war ein tiefer Sturz für ihn. Ein tiefer Sturz für ihn. Ein tiefer Sturz. Schon wieder? Olli! Was geht, Echsenmann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Wally, keine Ahnung. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr im Pagey-Geschäft. Super, und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Ich liebe die Bauernmärkte. Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht. Könntet ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es in einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funkeln hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Prima, denk dran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Ich finde die Stimme cool. So? Vielleicht? Krass, Leute, kommt hier rüber. Ich hab ne Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt. Dufte, ihr habt alle Pilze zerdeppert.
Ja, und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Ist eine Frau? Das goldene Funkeln ist voll in meinem Korb hier gelandet. Ich zahle meine Schläger immer aus. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Capisce? Bam! Irgendwie hat mir die Stimme jetzt gefallen. So! Gucken, ob ich auch aufnehme. Wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Egal! Sagt ihr. Das Feuer. Mit ihr braucht man nicht reden, sie sagt eh immer dasselbe. Voll die Langweilerin, sagt immer dasselbe. Dann geht's auch noch lang. Dann müssen wir wohl gleich wieder hoch. Hoch. Zurück. Hoch und zurück. Und mal das Buch erweitern. Hier, schau mal, hier geht's wahrscheinlich dann rüber. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Hier oben waren wir wenigstens kurz mal. Nein, hier waren wir auch lang. Gut. Dann geht's wohl oder übel oder mal gucken. Darunter. Ich muss immer erstmal überlegen. Hey G. Hey G. Hey G. Wow, jetzt übertreib mal. Okay. Au. Egal. Egal, schwimm, laufen ist schneller. Nein! Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Auch wenn die Melodie gerade ein bisschen komisch klang, aber ich würde sagen. Gut. So. Hier geht's scheinbar rein, aber erstmal da hoch. Weiß ist eigentlich zum Drehen und nicht zum Draufstampfen. Aber egal. Pumpwerk. Okay, nach oben. Nach links. Nach oben. Nach links. Nach oben, nach rechts, nach oben, nach links, nach oben, nach links, nach oben, nach links. Ein, scheiße. Na? Ist ja egal, kann ja auch unten lang. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nach oben versuchen würde. So. Sieht doch gut aus. Hab ich zu viel Zeit. Also. Irgendwie finde ich, an manchen Stellen könnte es ruhig ein bisschen schwieriger sein. Jetzt nicht übertrieben viel schwieriger. Ich meine, das ist ein Kinderspiel, aber. Etwas. So.
Und da ist auch schon wieder so ein Ding. Hier waren wir noch nicht, aber hier können wir die Tür öffnen. Abkürzung. Da komme ich nicht durch, oder? Auch wenn es so aussieht. Prima. Du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Bei ihr habe ich die Stimme nicht verstellt gehabt, oder? Bin immer verwirrt hier bei dem Spiel. Ist wahrscheinlich auch eine Abkürzung. Da drin waren wir. Dann. Hoch. Ah. Oh, vergiss nicht zu fliegen. So und geschafft. So. Der eine sieht immer aus wie Mario mit seiner Mütze. Also jetzt nicht diese Gegnerart, sondern weg mit dir. Sondern alle Monster, die immer die Mütze tragen. So. Ho, 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 ho. Hallöchen, alles in Ordnung? Hier müffelt es ein wenig. Mein Name ist Johnny. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Und da bist du noch nicht arbeitslos? Tja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist, während ich Urlaub im Kapital-Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, ja. Komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Könnt ihr mir mit dem Schaltern helfen? Ihr müsst mit dem anfangen, der hier neben mir ist. Wir helfen dir, Jolly. Super Sache! Ich hab dieses Stück Papier, das ich aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Da klebt auch noch anderes Zeug dran. Könnt ihr behalten. Danke. Schön! Wir haben doch gar keine Fähigkeit, um das da aufzumachen, oder? Oder bin ich jetzt behindert? Ja, bin ich, aber... Naja, dann halt noch nicht. Aha. Yeah.
Da. So, und mit dem gehen wir auch nochmal darüber. Vielleicht kriegen wir das dann auf. Hoffe ich. Da ist Rextro. Ach so. Schön zu wissen. Okay. Sag mal. Dann können wir die Dinger doch benutzen, ne? Habe ich es vergessen oder wurde es nie erklärt? Ich hab's, glaube ich, vergessen. Nein. Schneller. Schneller. Ich glaube, mit dem Schlecken wäre es schneller gewesen. Wenn man einfach viel... Das Wasser, es ist wieder sauber. Tausend Dank, Leute. Hier, wie versprochen, das Stück Papier aus dem Abflussrohr solltet ihr vielleicht besser mit Handschuhen anfassen. Danke. Für einen... verdreckten Pagey. Und ich dachte immer, ich kann die noch gar nicht verwenden. Dabei kann ich die ganze Zeit verwenden. Ist doch viel besser so. Kann ich dich eigentlich auch abschlecken? Ich meine, wenn schon. So, wir können jetzt ins Wasser, wa? Schön. Da kommen wir nicht lang. Das sieht ein bisschen sehr strömig aus. Jo. Ich werde hier von Dornen gefangen gehalten oder so. Vergessen. Irgendeine Stimme hatte ich denn gegeben. Aber... meine? Sumpfstation. Herzlich willkommen in der Sumpfstation. Gab es für die eigentlich jetzt schon eine Methode, die leichter zu besiegen? Aua. Schade, da du. Hier geht's runter. Da unten ist auch irgendwas. Ansonsten ist hier nichts. Ich check diese Viecher bisher immer noch nicht. Geht doch. Da war es nur noch einer. Haben wir die in der letzten Welt alle gefunden? Kann ich nicht irgendwo nachgucken? Wir standen schon. Ivory Towers. Stammblocktropen. Da haben wir alle. Da fehlt uns noch ein Blitz-Ausdauer-Ding wahrscheinlich. Nein, Glitzerfrostgletscher fehlt uns noch einer, der abbaut. Und hier sind wir. Okay. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Hm.
Ihr geht mir auf die Nerven! Ich bombardiere euch! So. Hast du ein Schwein? Also ohne Springen ist einfacher. Warum kann ich hier durchschießen, aber die Scheibe kriege ich nicht kaputt? Habe ich wieder irgendwas vergessen? Vorsicht vor Glas, oder? War das nicht die Fähigkeit? Das war doch die Fähigkeit, oder bin ich jetzt doof? Oh, da sieht man schon spoilermäßig, was als nächstes kommen kann. Ja, das ist doch die Glasfähigkeit. Aber das zählt nicht als Glas. Ziemlich war cool. Wieder rein. Wieder rein. Wieder rein. Geht nicht. Mit der Steuerung nicht klarkommt. Es geht nicht. Was soll man denn sonst machen? Das ist doch so eindeutig, dass man das zerstören muss. Ich würde mal sagen, das funktioniert so nicht. Merkwürdig, aber wahr. Gut, was haben wir denn sonst für Möglichkeiten? Eigentlich nichts großartig. Hier unten ist ja kein Durchgang irgendwo. Hier sind die Bomben. War gut für die fliegenden Viecher. Da oben geht's ja nicht weiter. Und hier so einfach rüberspringen bringt uns nichts. Bin ziemlich verwirrt. Oh, war zu tief. Ich komme so